Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online oder The Elder Scrolls halt, wie es auf richtig Englisch heißt. So, wir haben das letzte Mal uns vor dem Untergang, wir wurden gerettet sozusagen, aber ja, wir sind noch lebendig. Okay, zum Schauspiel noch am Anhieb für das Tutorial, aber es gibt kein Loot. Ich will nur die Axt einstecken. Was gibt's da nochmals? Ja, so. Einfach verbergen kurz. Nochmals ein Dietrich. Ein Gegenstand, den ich nicht gelesen habe im letzten Part gegen Ende, war auch ein Dietrich. Hab's noch nachgeschaut. So, und ja, ein bisschen der Ton war noch ein zu laut, aber es ging eigentlich relativ noch. Ich hoffe, jetzt ist er nicht zu leise. Ist nur ein paar Dezibel weniger. Leider nichts hier. Ja. Und die Aufrufe halten sich halt noch in Grenzen. Ah, Jasmin, sehr gut gegen Depressionen. Das ist eine schöne Pflanze, eine gute Zimmerpflanze. Weil sie auch nicht so viel Wasser braucht. Ja. Okay. Konzentrieren. Sehr gut. Ist eigentlich relativ gut, auch ohne Fähigkeiten beim Diebstahl, aber Schleichen wird wahrscheinlich die Herausforderung sein. Deshalb lieber mit einem anderen, mit einer Nachtklinge dann machen. Und ich werde einen neuen beginnen, ich werde nicht den alten weitermachen, weil dann komme ich nicht mehr so draus. Oder ja, ich möchte ja auch alle Story-Missionen machen von der Nacht. Wie hieße Nachtklinge? Wie hießen sie? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gilde heißt. Ah, Dunkle Bruderschaft, genau. So. Wir müssen Ausschau halten nach der Frau. Da oben, hä? Ja, das ist eine Agone. Kashid, genau. Das ist ein Spieler. Den Chat auf, da haben wir eine Benachrichtigung. Tägliche Belohnungen. Boah, heute ist gerade was los. Wir haben bekommen 2 Kronen Erfrischungsgetränk. Küstenkronen, Stärkungsmehl. Scheinehandwerk, Analyseschrift klein. Und am Schluss bekommen wir ungepflegtes Himmelsrand, Fleckpony. Oh Gott. Das ist etwas für kleine Frauen, aber nicht für mich. Ja gut. Also, wohin müssen wir? Wir haben den Schlüssel, aber wohin müssen wir? Es gibt keine Anzeige. Ja, da vorne. Ja, es gibt eine Anzeige, die winzig klein ist. Gut. Okay. Habt ihr ja die Sachen, die Nariu wollte? Die Sklavenjäger sind zurückgekehrt und unsere Pläne haben sich geändert. Nariu hat mich geschickt, um euch und den Torschlüssel zu holen. Ja, den haben wir. Erzähl mir, was geschehen ist. Oh, ihr seid ein Sonnenstrahl an einem bewölkten Morgen. Ich werde die Gefangenen durch das Tor führen und nachschauen, was wir finden können, um von dieser Insel zu kommen. Trefft ihr euch mit Nariu am Aussichtspunkt. Danach treffen wir uns an den Docks. Ich mag es nicht, wenn es so verzögert ist, wenn man klickt und dann einige Zeit nichts geht und dann wieder geht. Dann habe ich schon wieder das zweite Mal geklickt. Oh. Aber es ist wahrscheinlich so wichtig gewesen, natürlich. Wie jetzt gerade momentan im Tutorial. Also das ist sowas von flach. Das Spiel beginnt erst nach dem Tutorial so richtig mit der Story und allem. Wie süß, wie alle gleichzeitig laufen. Gleichen Schritt. Ja. Aber das Spiel hat schon was. Also, es ist mega gut. So Kleinigkeiten sind natürlich
zu verschmerzen. Sie wissen viele nicht, dass ich halt auch gerne ein bisschen die negativen Sachen aufzähle. Das ist nicht zum Spiel runterzumachen, sondern einfach, weil es auffällt, oder? Ja, gut. Ich muss zuerst hier hoch. Also. Und weil ich halt einfach auch ein Augenmerk drauf richte, um es auch besser zu erleben. Gute Arbeit da unten. Da wäre noch eine Sache, falls ihr euch dem gewachsen fühlt. Die Zeit ist knapp, aber ich muss euch etwas sagen. Das ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Okay. Dass wir da, ja, das Positive auch natürlich sehen. Also, rausholen. Am Anfang skeptisch und dann plötzlich fängt alles positiv an. Das habe ich bemerkt bei meinem Haupt-Let's Play sozusagen, weil es am meisten Aufrufe gibt. Momentan nicht so viel zu tun hat. Das Let's Play von Champions of Regnum, einem eher unbekannten MMORPG. Aber dort sehe ich jetzt eigentlich alles positiv. Es ging einige Zeit, weil es halt auch eher schlechter ist als der Elder Scrolls Online. Aber ja, das ist einfach alles positiv nach einiger Zeit. Ich halt einfach eher auch ein Spiel gut haben möchte. Sehr viel Anspruch hege auf ein Spiel. Und wenn dann halt Bugs drin sind oder ja, so komische Sachen wie alle gleichzeitig laufen im gleichen Schritt. Dass das immer ein, also zum Beispiel der rechte Fuß unten ist und so. Das ist halt einfach so. Das liegt am Spiel. Das liegt nicht an mir. Und ja, ich kann auch nicht als mehr, als ja, das eigentlich zu verschweigen und das kann ich nicht gut. Das Spiel gefällt mir bis jetzt mega gut. Also ich habe es jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren nicht mehr gespielt. Und es gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es ist 1,5 Jahre, okay. Dass ich eigentlich sagen kann, ich werde eigentlich sofort irgendwann positiver reden als jetzt gerade im Tutorial. Ist sowieso alles langweilig. Ich mag Tutorials nicht. Ich will das im Spiel ein bisschen lernen. Und nicht einfach alles mir beigebracht wird am Anfang und dann mich langweile. Was wollt ihr mir sagen? Ich bin eine Assassine. Eine Agentin der Murak Tong, die hier ist, um einen Auftrag zu erledigen. Der Schrieb, den ich dabei habe, gibt mir das Recht, das Leben meines Ziels zu beenden, ohne dass jemand Fragen stellt. Ich bin hier, um Kapitän Swartstar zu töten, den Anführer der Sklavenjäger. Er ist abgrundtief böse. Swartstar. Wieso erzählt ihr mir das? Weil ich eure Hilfe brauche. Ich kann den Kapitän und 10 von seinen Schlägern töten, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu kommen. Aber das Schiff der Sklavenjäger? Es ist schneller und stärker als alles, was die Einheimischen ihm entgegenwerfen können. Wenn wir das Schiff nicht versenken, sind sie sofort wieder im Geschäft. Warum sollte ich einer Assassine helfen? Wie ich sehe, zählt Dankbarkeit nicht zu euren Stärken. Seht mal, ich habe Seda Nen ein Signal gegeben, aber hier wird keiner rechtzeitig eintreffen, um die Sklavenjäger aufzuhalten. Mit eurer Hilfe können wir den Sklavenjägern den Garaus machen, ihre Gefangenen befreien und ihr Schiff versenken. Andernfalls sind ihre Gefangenen so gut wie tot. Die Sets und so sind sehr gute Qualität, merke ich gerade. Das ist auch ziemlich informativ. Was soll ich also tun? Sammelt Feuersalze und Zunderpech an den Docks. Daraus könnt ihr eine Feuerbombe bauen. Wir vernichten nicht nur ihr Schiff, wenn wir es in Brand stecken, sondern locken damit auch Swartstar aus seinem Versteck, damit ich ihm ein Ende bereiten kann. Wir treffen uns, sobald ihr die Sachen gesammelt habt. Oh, Summer Quest. Okay, dieses Abschnitt vom Gespräch ist jetzt nicht so toll. Also, ich werde die Feuersalze und das Zunderpech besorgen und treffe euch an den Docks. Okay, machen wir ein bisschen vorwärts. Damit das Tutorial auch ein bisschen schneller vorbei ist, weil Gott, oh Gott. Das kann ich nicht haben, wenn alles nacheinander ist und ja. Sehr schlechte Qualität besitzt. Einfach das Tutorial merke ich. Ich hoffe nicht das ganze Spiel, aber ja, das ist in einem MMORPG auch nicht so schlimm. Könnte ja. Oh, Nierenwurz.
Es gibt ein paar super Sachen hier zu finden, schon am Anfang. Finde ich toll. Aber wir machen jetzt vorwärts. Aber das Einsammeln ist nicht so toll. Ist wahrscheinlich mit Gamepad viel besser. Also zuerst müssen wir hier rein. Gut, Feuersalze. Ein Trinkschlauch. Umfüllen. Oh, natürliches Wasser. Ist ja nicht. Also scheinbar ist es ja sehr leicht hier zu schleichen. Okay, jetzt. Okay. Jetzt machen wir mal eins. Wow, mega schwach. Ja, ich merke wieder, das hat einfach in diesem Spiel die Gegner anfangs sehr wenig Schaden machen. Also wirklich wenig Schaden machen. Hm. Gut, der geht weg. Es ist doch nicht so leicht, weil wir nicht so Ding haben. Aber ich möchte gerne die Axt ablegen. Sieht ein bisschen peinlich aus, wenn ich so schleiche. Ginkotonikum oder sowas. Ah. Okay, ist ein bisschen nervig, dass sie sich immer wieder... Ja, ich weiß noch. Schleichen ist sehr schwer gewesen. Ja. Aber so ist das Spiel. Können wir nichts machen, müssen halt kämpfen immer wieder. Wir können nicht alles vermeiden, wenn wir nicht schleichen skillen und so. Aber auch mit schleichen skillen habe ich das gemerkt. Ist es auch schwer. Also anfangs der Bruderschaft hatten wir so Quests im Livestream, wo man eigentlich echt viel falsch machen konnte. Aber das ist auch eine Herausforderung. Also ein bisschen mehr Geduld drauf und dann geht das auch schon. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur noch da raus. Hier drüben, an Bord mit euch, los geht's. Ich habe nur getestet, ob du mich siehst. Ich komme gleich. Ja, sicher. Man kann nicht mal mehr hochhüpfen. Gut. Ich gehe einfach zu ihr, also vom Schiff aus zu ihr. Kann ich schneller schwimmen? Oh, das Schiff ist eigentlich ziemlich cool, aber leider geht es in Flammen auf, scheinbar. So. Jetzt lass mich da hoch. Ja, das ist immer so. Auch in Skyrim, wenn man irgendwo hoch will, man bleibt immer irgendwie hängen. Auch gut. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Warum habt ihr denn so lange gebraucht? Ich habe noch ein bisschen gekloppt mit Frauen. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Ja, okay, dann... Wieso muss man auf einem Boot E drücken? Wieso gehe ich rückwärts, wenn ich nicht rückwärts gehe? Okay, es ist ein bisschen komisch, aber gut. Das ist normal, hoffentlich. Das sind Features, keine Box. It's a bug, not a feature. Ja, du musst aber... Benutzt die Feuerbombe. Ich suche nach dem Kapitän. Jetzt los! Da runter. Wie könnt ihr nur, ihr lumpiger Skeber? Ich bringe euch um! Erster Mart Ulven. Hey, ich bin unten. Du hast gesehen, also jetzt nochmals. Wir fallen einfach durch die Decke, das geht nicht. Das ist eine Animation, ne? Sicher nicht ein Stab. Biedenhände. Hm. Okay. Ja, ich glaube, wir können uns sehr viel Zeit nehmen. Looten wir noch kurz ein bisschen. Ein paar Sachen. So in Schiffen, die nicht mehr auftauchen, ist das natürlich wichtiger. Aber ja, es ist nichts mehr. Ja, es explodiert sofort. Wie schnell! Sie hat natürlich Schleichangriff gemacht. Und jetzt runter von diesem brennenden Schiff. Ja, und wohin? Einfach zum Baden. Okay. Boom.
So, jetzt kommt das Mystische mit Morrowind. Oh, jetzt wird's cool. Jetzt mal das Tutorial zu Ende ist. Und genau wie in Morrowind stranden wir jetzt in Zaedanin. Vom Schiff aus. Ist genau 1:1 wie in Morrowind. Aber wir haben dann nicht so Probleme mit der Einreise. Leider. Wir müssen Morrowind Let's Playen gehen. Gut. Ja, eindeutig. Aber es gibt noch Soundprobleme, die ich irgendwie lösen muss. Wieso bekommen wir eine Zinnhalskette? Wieso bekommen wir Obsidian schon am Anfang? Okay, gut. Ich verstehe. Ja, Blattgemüse ist natürlich auch wichtig. Würdet ihr mir nun also sagen, was ihr auf diesem Sklavenjägerschiff getrieben habt? Sie haben mich gefangen und ich habe versucht zu fliehen. Wo bin ich hier? Das ist die Hafenstadt Zaedanin auf der Insel Vardenfell. Wir haben euch unweit der Feuerfall der Insel aus dem brennenden Wrack eines Sklavenjägerschiffs gefischt. Wenn ihr kein Sklavenjäger seid, warum seid ihr dann wie einer angezogen? Wir waren verkleidet, weil wir versucht haben, vom Schiff zu fliehen. Wir? Ich werde Gouverneurin Salvi das auseinanderpfriemeln lassen. Sie möchte euch sehen. Lasst sie lieber nicht warten. Wir haben ja nichts gemacht. Seid ihr so skeptisch? Also bitte. Ich werde gerne mit Gouverneurin Salvi sprechen. Kommt mit mir. Ja, warte kurz. Ich habe noch viel zu tun. Wieso schleiche ich? Fragte sich so. Ah, oh, Brot. Unbedingt. Ja, ja. Nochmals ein Dietrich. Cool. Voll viele Dietriche. Dabei schaffe ich das ja jedes Mal. Das Minispiel. Ich bin doch geübte Elder Scrolls Spiele. Ja, Zitronen, sehr wichtig. Immer auf Schiffen Zitronen mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Ja gut, nicht mehr so wichtig. Weil es überall auch gibt. Also ich gehe hier raus, okay? Ich tue das Spiel nicht weitermachen lassen. Weil das Spiel denkt, ich sei noch im Schiff, dabei habe ich den anderen Ausgang gemacht. Ah, jetzt kommt er. Okay. So. Voll. Schneller. Hopp. Schneller. Ich habe keine Zeit. Ich muss aufs Klo. Hallo. Vorwärts. Alles über die lebenden Götter. Ja, sehr schön. Wunderbar. Oh, es sieht 1:1 noch so aus, aber es ist 1000 Jahre früher. Es hat sich nichts verändert. Doch ein bisschen schon. Hier hat es einen Berg gehabt mit einem Schlickreiter. Der Schlickreiter ist weg. Doch der Schlickreiter ist jetzt einfach dort, sondern da. Und das Schiff hat sich auch ein bisschen geändert. Aber und ja, dieser Meteorit, der ja. Also wenn er so steht, würde er gar keinen Schaden machen. Also ein bisschen ein Krater, aber ja, alle haben Angst vor diesem Meteoriten, der einfach stehen bleibt, der gar nicht niemals runterkommen soll. Ja, das wissen wir, das haben wir schon mal gelesen. Eine Rettung, Feldwebel? Ich verzeihe. Vor allem das ganz unten, dieser Fehler. Nicht dieses Mal. Gouverneurin Salvi will keine offiziellen Aufzeichnungen. Wirklich? Na schön, die Gouverneurin ist in ihrer Amtsstube. Das Feuer ist geil. Also ja, es brennt nicht so, ja, ein bisschen zu unsichtbar, aber es ist genauso eingerichtet wie immer. Sehr geil. Einfach 1000 Jahre früher. Ein Appel. Ein Appell. Aha, wichtig. Ja, keine Bibeln lesen. Oh, nein. Sollte besser markiert sein, Sitzangelegenheit. Das muss ich unbedingt stehlen. So, also gehen wir. Ich tue mir immer viel zu viel Zeit nehmen, alles zu durchsuchen. Ich bin immer noch die Nachtklinge. Hä? Aber wenn man hier rausging, waren wir im Hinterhof. Das ist irgendwie komisch. Betrunkene Sinnsprüche. Okay.
Als Gouverneurin dieser Region habe ich Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir haben euch in den Trümmern eines Sklavenjägerschiffs gefunden. In einem anderen Wrack fanden wir eine Schatulle mit eurem Namen. Ich gebe euch die Schatulle, wenn ihr mir die Wahrheit sagt. Ich habe einer Agentin der Marathon geholfen. Sie hat einen Schrieb für die Ermordung des Sklavenjägers. Ach ja, und wo ist dieser Schrieb? Ich sehe keinen Schrieb, und ohne Schrieb ist dies ein Mord. Nehmt eure Schatulle, aber wir halten euch fest, bis ich Beweise für eure Behauptung habe. Ich habe keine Geduld mit Hochstaplern oder Sklavenjägern. Okay, wir bekommen Fertigkeitenpunkt und Fertigkeitenlinie Seelenmagie. Okay, durchnässte Kassette, Abschließ. Einen Augenblick, Gouverneurin. Hier ist mein ehrbarer Hinrichtungsschrieb für den Sklavenjäger-Kapitän. Diese Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Wir sind hier fertig, Held, aber keine Sorge. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. So, wir müssen alles auf Magiker setzen. Also, wir machen dann einen kleinen Weg. Zwingt mich nicht dazu, das zu bereuen. Ich würde gerne aber noch etwas anderes eins. Offene Welt sehen, Magie. Ah, das ist Seelenfalle noch dabei. Ich würde schon gern Seelenfalle noch nutzen. Ja. Okay, Fertigkeitenpunkt Seelenfalle 1. Wieso ist alles so hoch? Der Magikerschaden ist so hoch und Ausdauer ist das ganz normal in diesem Spiel. Ich würde gerne ich würde gerne alles eigentlich auf Tiergefährten machen. Aber wir haben immer noch einen Fertigkeitenpunkt. Ja, wir müssen zuerst mittlere Rüstung nehmen. Also, ich würde jetzt nicht leichte Rüstung nehmen. Ich würde mittlere Rüstung. Also, das ist der Vorplatz. Okay, dann geht es direkt auch in Morrowind dadurch, aber es ist zu. Ah, es war gar keine Tür dort damals. Ja, genau. Also, man musste eigentlich hier in diese Ding. Himmelsscherbe absorbiert. Also in jeder Stadt oder in jedem Gebiet gibt es solche Himmelsscherben und wenn man die einsammelt, bekommt, glaube ich, Fähigkeitenpunkte. Deshalb immer alle einsammeln. Ist wichtig. Genau. Also hier kommt man immer raus, muss hier rechts rein und die Tür jetzt hier drinnen rechts, die gibt es gar nicht im Norden. Genau. Ja. Dann lesen wir doch das noch kurz. Ja, okay, es ist auch zu viel. Einfach Video stoppen, lesen, wenn ihr es interessiert seid. Aber natürlich, ja, ich bin nicht so ein Vielleser in Games. Ich würde es schon gerne nicht so oft machen. Hilf mir doch jemand! Wir brauchen Hilfe! Auf der Straße nach Seldanain liegt eine verwundete Wappenträgerin. So viel Blut! Sie braucht Hilfe! Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Kriegswappenträgerin begleitete Kanonikerin Valasa auf einer Mission für Fürst Vivek, aber es muss etwas Schreckliches geschehen sein. Kanonikerin Valasa hat mich losgeschickt, um nach Hilfe zu suchen. Sie ist auf der Straße gleich vor den Toren von Seldanain. Werdet ihr ihnen helfen? Ich gehe Kanonikerin Valasa suchen. So, ab zuerst gehen wir handeln. Ich brauche eben mittlere Rüstung und schauen uns die Gegend noch ein bisschen an. Im Leuchtturm hat es, glaube ich, auch noch so einen Seelensplitter. Schauen wir kurz ins Ding. Was haben wir gesagt? Wie? Ja. Da haben wir natürlich noch Rezepte, die ich eigentlich jetzt lesen möchte. Erfahrung machen wir nicht noch, nicht, jetzt noch nicht so viel. So, jetzt haben wir eigentlich alles gelesen, gut. Jetzt haben wir eine durchnässte Kassette benutzen. Mit leicht Dunkelelfen.
Seelenstein, Flammenstab, das nehmen. Und ausrüsten. Ah, nehmen. Also diese Seelensteine müssen wir suchen. Oder nein? Ah, mit Aufladen. Das mag ich in der Elder Scrolls nicht. Immer das Aufladen. Aber gut. Willkommen in unserem Laden. Der rote Berg blubbert und brodelt wie ein übervoller Topf mit vergorenem Fleischsaft. Ich hoffe sehr, er beruhigt sich wieder, ehe noch etwas Schreckliches geschieht. Was habt ihr anzubieten, Händler? Also zuerst möchte ich verkaufen. Und zwar alle Sachen, die ich jetzt nicht verwende. Einen Bogen müssen wir mitnehmen. 1037. 1001. Aber ein Heilungsstab, nee. Wir werden noch nicht heilen müssen, hoffentlich. Also das verkaufen. Natürlich ist Wasser. Ja, komm, Tränke machen wir jetzt momentan auch nicht. Sklavenhemd, Sklavenhose. Die kennt ihr. Zinnhalskette, die ist nichts wert. Kaufen wir halt einfach so. Verkaufen. Die tun wir. Also ich möchte gerne den nächsten Heilungsstab verwenden. Also Bogen auch verkaufen, auch wenn wir... Ja, wir müssen ja nicht das Entfernung angreifen. Noch nicht, hoffentlich. Ausrüsten. Und jetzt hast du mittlere Rüstung. Ich habe gehört. Köder, Tinktur, winziges... Natürlich nicht. Was kann man tun? Was kann man tun? Also wir gehen die retten, weil, ja. Was ist ein Spieler? Das ist ein Heiler oder so. Da vorne könnte das sein. Ah, dieses... Das sieht Hallo. Süß aus. Was treibt ihr hier draußen mitten? Hallo? Hallo, wenn ich doch 3 drücke, dann musst du halt etwas ansetzen. Also nicht lesen, wie das genau geht, ist wahrscheinlich ein Buff. Okay, jetzt nochmal bitte. Errungensammler sauberer Fälle. Ja, hallo. Was treibt ihr hier draußen, mitten im Nirgendwo? Macht ihr einen Spaziergang? Dieser geht oft in dieser Gegend spazieren, meine ich. Ja. Geht es euch gut? Ihr wirkt nervös. Nervös? Ich? Nun bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halinjir fühlt sich einfach nur schrecklich. Banditen haben diesen aus seinem Heim vertrieben und ihm seine Ernte gestohlen. Halinjir ist ein einfacher Bauer, versteht ihr? Sie werden einen hungernden Bettler aus mir machen. Denn alles irgendwie nach Ägypter oder Perser oder so. Ich könne euch helfen. Ihr helft diesem doch, oder? Oh, seid gesegnet. Dieser hat seine Saat in einer Höhle in der Nähe ausgebracht. Sein Sipilu. Bitte bergt meine Notizen und vergiftet das Wasser. Ohne richtige Bewässerung werden die Pflanzen vertrocknen. Es schmerzt mich, sie zu töten, aber diese Banditen sollen nichts von ihnen haben. Das ist, glaube ich, eine Quest, die ist für später. Also ich hatte ein paar Probleme ohne Mitspieler. In diesem Dungeon auch noch andere Gegner und Bosse zu besiegen. Das mache ich die noch später, noch nicht gerade sofort. Ich werde diese Narzissen für euch sammeln und die Ernte für euch vergiften. Ihr seid ein wahrer Heldwanderer, ein tapferer und edler Krieger. Fallura und ich stehen auf ewig in eurer Schuld. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eher Axt und Schild tragen werde. Ja, es ist halt dann auch wieder eine neue Fähigkeitenlinie,
glaube ich, mit Schild, oder? Aber dann kann ich eigentlich ja mehr auf Beschwörungen konzentrieren. Weil ich dann natürlich auch defensiver bin. Was genau baut ihr da drin an? Entschuldigt, ich wollte nur... Hey, ihr und dieser haben dieselbe Gürtelschnalle. Ja, blinkt. Was für ein Zufall. Ein Zufall? Das ist Schweizerdeutsch, ja. Versucht nicht, das Thema zu wechseln. Es tut mir leid. Dieser ist ein wahres Nervenbündel. Hallenschir baut ein seltenes Kajitkraut an. Sehr köstlich und sehr begehrt. Gut, um damit Fisch zu würzen und um die Stimmung zu beruhigen. Zufrieden? Wir werden sehen. Sorgt euch nicht, Wanderer. Ihr könnt euch auf Hallenschir verlassen. Wer ist dieser Falura? Falura ist die treue Magd von diesem. Sie ist nicht sehr helle und sie ist sehr faul. Immerzu macht sie Notizen und stellt dumme Fragen. Aber ich lasse sie weiter für mich arbeiten. Hallenschir kümmert sich immer um seine Freunde. Könnt ihr euch nicht eine bessere Magd suchen? Das könnte ich, aber dieser mag Falura. Und sie weiß wahrscheinlich schon zu viel. Warum weiß sie schon zu viel? Oh, sie weiß zu viel über meine Anbautechniken, ja. Hallenschir hat viele geheime Anbautechniken. Bäh. Zum Beispiel Fischköpfe und Guardung als Dünger. Aber Guardung. Dieser hat schon zu viel gesagt, ja? Gut, ja, der ist mir ein bisschen zu witzig. Der hat einfach irgendwie Probleme mit sich. Also mit vor allem mit seiner Stimme, mit seinem Dialekt. Was ist wirklich anfangs? War er irgendwie so ein bisschen... Oriental? Und dann sofort Schweizerdeutsch. Was sind denn das für Autoscooter? Also wir haben ja noch irgendwas geholt. Okay, das existiert, aber ist zugeschüttet. Okay. Ich dachte schon, ich könnte den Ring nehmen. Für Magieschaden. Also, wir haben hier irgendwo noch das bekommen. Also, sogar ein Level Up haben wir noch bekommen. Okay, das levelt alles. Ja, gut, okay, besorgen. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ich könnte eine aufsparen. Und Sammlungen, ist es Sammlungen gewesen? Okay, das können wir nicht aktivieren. Irgendwas haben wir doch noch bekommen. Ladenpastete, ist es das gewesen? Okay. Ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Dauer. 33 Minuten, das ist ja ziemlich schon viel, aber der hatte so lange geredet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Anfangs war ich noch ein bisschen skeptisch, weil es ja nicht so gut gestartet hat wieder im zweiten Part. Aber mittlerweile in Sedanin, es ist einfach cool, wie ich jetzt wieder aufgehalten wurde, weil ich alles wieder sah. Ich habe erst kürzlich, also vor ungefähr 6 Monaten oder so, Morrowind ein bisschen gespielt und gewartet, bis ich aufnehmen konnte und so, aber ja, dann mit den Aufnahmen ist das wieder in den Hintergrund geraten, weil ich es ja nicht aufnehmen konnte. Und jetzt wieder das zu sehen, ich fühle mich einfach immer wieder zu Hause hier in Morrowind. Also, werden wir zuerst den Morrowind-Content machen, denke ich mal. Oder ja, so ein bisschen abwechseln, aber ich möchte nicht gerne so viel Unterbrechungen haben. Werden wir dann sehen. Dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ich tun soll. Und auch welche Charakterklasse ich wählen soll. Ich habe einfach noch nicht den Necromancer. Gut. Ja, also. Tschüss und Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.